Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Teebeutel P. Heute zeige ich euch mein erfolgreichstes Lied aus den vergangenen Monaten. Ich habe es ja schon öfters auf diesem Kanal erwähnt und mitunter auch auf zweifelhafte Art und Weise präsentiert. Ich mache Musik. Und das mache ich im Rahmen meines Projektes Engelsblut seit nunmehr circa 22 Jahren. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und die vergangenen Engelsblut-Alben waren alle ziemlich populär, auf Spotify zumindest. Aber eines der populärsten Lieder stammt von einem Musikalbum, welches ich Ende letzten Jahres veröffentlicht habe. Und dieses komplette Album war als Scherz gedacht. Und zwar habe ich kurz vor Veröffentlichung von Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker, ein Musikalbum voller scherzhaft gemeinter Star Wars Lieder veröffentlicht. Manche dieser Lieder wurden bereits vorab im Rahmen meines Star Wars Podcasts Radio Tatooine veröffentlicht, aber ein Großteil dieses Albums war zu jenem Zeitpunkt der Welt noch unbekannt. Und zu diesen Liedern hatte ich im Rahmen des Radio Tatooine YouTube-Kanals bzw. des übergeordneten Weltenfunk-Kanals einige Videos veröffentlicht, die mit Lyrics unterlegt wurden. Und naja, während ich dachte, ein anderes Lied würde sich als Favorit herauskristallisieren, ist es nun doch ein sehr spezifisches Lied geworden, welches heute im April 2020 eindeutig als euer Favorit zu deuten ist. Dieses Lied nennt sich Armitage, der General Hux Song. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal auch auf diesem Kanal. Ja? Ich präsentiere euch also ein YouTube-Video innerhalb eines YouTube-Videos und ich hoffe, diese YouTube-Section gefällt euch. Wenn euch das Lied gefällt, dann könnt ihr gerne auf den Link in der Beschreibung zu diesem Video klicken. Dort kann man das Album auf Bandcamp in allen möglichen Dateiformaten kaufen, aber auch kostenlos streamen. Viel Spaß mit dem Lied Armitage, der General Hux Song. Du siehst mich an, starrst mir auf mein rotes Haupthaar. Ich weiß, du willst mich und ich will auch dich. Supreme Leader.
mir deine Liebe mitten ins Gesicht. Zügle deine Triebe, nicht mein junger Lord. Zeig mir deine Liebe überall und dort. Verpetze mich beim Schmelzgesicht und rieche meine Angst. Ich bin dein Armitage, ich bin dein Hax. Wenn die Star Wars Sequels etwas Gutes in mein Leben gebracht haben, dann ist es der Anreiz gewesen, dieses Musikalbum zu bauen. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß bei der Produktion des Albums, denn es handelte sich auch stilistisch, bezogen auf mein bisheriges musikalisches Repertoire, um etwas völlig anderes. Also, ich hatte meinen Spaß dran, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß an diesem Lied und wenn ihr mehr davon wollt, dann guckt auf den Weltenfunk-YouTube-Kanal, aber eigentlich sollt ihr ja diesen eher abonnieren, dann hört euch einfach lieber das Album in der Verlinkung an und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann kauft es ruhig. Denn ich bin niemand, der gerne um Geld bettelt oder sowas, aber in meine Musik stecke ich beispielsweise unglaublich viel Liebe und ich freue mich dann natürlich doch, wenn es dem einen oder anderen gefällt. Denn eure Aufmerksamkeit in Form von Käufen oder sonstigen Zuwendungen erhalte ich unmittelbar. Und sie sind eins der wenigen Feedbacks, die heutzutage noch tatsächlich zählen. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Bis denn, euer Ben.